Noch eine Runde? Ich hoffe, wir können uns jetzt ohne Kampf einigen. Lass uns den ganzen Ärger am besten vergessen. Ja, hättest du wohl gern. Ich brauche ein glühendes Schwert. Ach Mann. Ich hab gehofft, dass ich da vielleicht draus trinken kann. Naja. Zeig mal, was du hast. So, ich zeig dir mal hier mein Schwert. Das habe ich ja gerade gemacht. Ach Mann, das ist weniger wert. Verlustgeschäft! Eine Wurst. Wurst und Käse. Was kann ich ihm dann verscherben hier? Ach komm, wenn ich das dazu hau, dann haben wir 100. Und dann fehlen uns nur noch 72, ja. Ah, ich weiß nicht, ob ich den verkaufen soll. Obwohl, der so viel bringt er jetzt auch nicht. Wenn ich das Schild anlege, dann habe ich da viel mehr von. Ja, wenn ich das Schild anlege, habe ich viel mehr von. Gut. Handeln wir mal. So, gut. Dann haben wir fast genug. Verkaufen wir nochmal hier so ein bisschen was zum Naschen. Nee, 17 kriegst du nicht. Du kriegst hier 6. Jo. Gut. Fehlen uns nur noch 47. Und die sollten wir auch irgendwie zusammenbekommen. Vielleicht brechen wir irgendwo ein oder so. Gucken wir mal, was hier ist. Ist hier was? Zack. Das war ich nicht. Das war nie da. Oh, ja. Die können wir aufmachen. Und nochmal von vorne. Okay, das war schon mal nicht. Okay. Und nochmal. Jawohl. Damit kann man doch schon mal was anfangen. Gucken wir mal hier oben. Auf die Mauer rauf. Auf der Mauer, auf der Lauer. Was geht hier? Ach ja. Guck mal an. Hallöle. Zeig mal deine Wache. Die Worin. Ich verkaufe ihm mal 3. Hiervon verkaufe ich auch mal 3. Den ganzen Krams behalte ich. Ja, Kirche. Vielleicht mal ein Zauberspruch. Ein Lichtzauber. Ich glaube nicht, dass ich 2 Lichtzauber oder so brauche. Hab ja Fackeln. Nautilus und sowas ist das. Das kann schon von Vorteil sein. Aber ich würde sagen, das verkaufen wir noch. Und dann haben wir Geld für unsere Rüstung. Woo! Okay, wir enden. Zeig mir deine Waren. Ah nein, ich wollte nicht, dass er mir seine Waren zeigt. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Weg aus der Stadt. Und holen uns mal unsere Rüstung beim Don ab. Na guck, der schleift immer noch. Also warten hätte sich nicht gelohnt. Ganz eindeutig nicht. Das sieht irgendwie komisch aus da vorne. Ja. Also nein. Auf jeden Fall. Wohin laufe ich denn? Ich muss ja in Sonjas Bordell. Um da wieder wegzukommen. Ich weiß. Reden? Was? Ja? Es gibt gerade nichts Neues. Ah ja, okay. Wenn du meinst. Moin, Sonja. Nö. Gut. Gehe ich wieder. Na, du? Mir geht's gut. Und dir? Ja, ganz gut. Ich muss mich erstmal in die Badewanne setzen. Ach. Gott. Oh, gut. Ja, erstmal hier wieder schön waschen.
Am besten mit Klamotten. Geht immer gut. Kinder, wenn ihr zu Hause euch wascht, geht mit Klamotten rein, dann werden die auch gleich sauber. Hallo. Ich glaube, da habe ich schon alles weggeräumt. Ja, da habe ich, glaube ich, schon alles ausgeräumt. Ja, habe ich. Das hab ich. So. Ja, Schuss, ne? Oder vielleicht irgendwie reden mit dem mal. Was soll der Unsinn? Welcher Unsinn? Soll jetzt etwa jeder Idiot durch meinen Tunnel die Stadt verlassen? Oder was? Entspann dich. Kommt nicht mehr vor. Nicht allzu oft jedenfalls. Na gut. Mach, was du willst. Aber halt mich da raus. Ich will nichts damit zu tun haben, klar. Kein Problem. Ich habe dein Paket bei Don Esteban abgeliefert. Sehr gut. Und? Was hat er gesagt? Er war sauer. Du hast ihn schon ziemlich lange warten lassen, wie es aussieht. Ah, verdammt, ich hab's geahnt. Naja, ich hoffe, er wird mir nicht gleich den Kopf abreißen, wenn wir uns begegnen. Das ist dein Problem. Ah, na gut. Danke für die Nachricht. Ja, bitte. Boah, jetzt haben wir 500 Gold erhalten. Da hätten wir noch gar nicht solche Verlustgeschäfte machen müssen. Ah, okay. Besser mehr Geld als weniger. Besser zu viel als zu wenig, ne? 7. Das ist cooles Zeug. So, mal wieder kurz zwischenspeichern. Dann schleichen wir uns mal hier entlang. Guck, vielleicht ist hier irgendein Kraut oder irgendwas, das wir verwenden können. Oder irgendwas cooles. Also ohne, dass uns die Typen da oben entdecken. Nee, hier ist nichts. Hui. Rennen. Ah, ich bin frei. Ich bin frei. Vielleicht liegt hier irgendwie was wie Münzen oder sowas rum. Obwohl, so klein viel brauche ich eigentlich. Na? Na, Patty? Na? Na, was? Na, warte. Ja. Sterb, sterb. Das sieht voll aus wie der Strand, bei dem wir ganz am Anfang, ja, wo das Ganze begonnen hat. Oh, oh. Du? Komm doch. Bam, in den Rücken. Au. Ja. Au. 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 Ja. Ja. Die Vögel machen mich einfach fertig. Ja. Okay, einen haben wir auch schon mal. Ja. Okay, das ist die richtige Taktik. Ja! Halt! Stehen bleiben! Polizei! Ja! Der ist nicht gerade zum Vogel, der sagt halt stehen bleiben, oder? Ja, los, Patty! Na? Wer liegt jetzt am Boden? Ja, der Vogel, ne? Wie es scheint. Mich auch fast, ich brauche unbedingt eine Rüstung. Ich halte mich jetzt nicht lange auf mit irgendwelchen anderen Viechern, die ich umbringen kann. Ich laufe jetzt einfach mal durch. Oh, vielleicht ist da eine... Ah ja, das sind einfach... Ja, die haben schon aufgemacht. Ja. Ich erinnere mich. Da waren Fliegen, da war doch irgendwo meine Leiche, oder? Hm. Naja. Also, welche Karten haben wir denn jetzt eigentlich? Das ist ja auch wieder nur so eine Karte vom... Ja. Ja, tschüss. Freut mich, dass ihr mich bemerkt habt, aber... Ja. Auf eure Bekanntschaft pfeife ich. Okay, ich muss mich links halten. Also, nächste links und dann rechts. Oder?
Ja. So wie ich das sehe. Also dann hier war und dann. Dann. Ja. Oh, Standbild. So. Gut. Also mal der Kreuzung hier. Ah ja, da oben ist schon, sind schon die Häuser von den Leuten da. Also diese Farm. Ich wünschte, wir könnten schneller laufen. Oder so ein Schnellreisesystem wie Fallout, das wäre was. Oder einfach ein Autolaufknopf. Dem dann automatisch läuft, das wäre auch nicht schlecht. Hi Kraut. Naja. Man kann ja nicht alles haben. Also ich finde Prisoners ist auf jeden Fall ein Bombenspiel. Ich find's geil. Macht mir auch voll Spaß, das hier mit euch zu spielen. Oh, da ist noch was. Oh, da hinten ist doch ein Kraut. Gut. So, da ist hier Dings. Das alte Haus. Ich könnte mich hier drin nochmal umsehen. Vielleicht ist hier irgendwie eine Kiste oder sowas. Die ich damals nicht aufmachen konnte. Truhe, vielleicht ist die ja. Nein. Da habe ich gleich mein erstes Schwert und sowas rausgeholt. Stuhl. Bank, ansonsten ist hier nichts. Gut. Gehen wir wieder. Ja, dann geht's hier rauf. Und da oben rechts. Wenn mich nicht alles irrt. Ja, da lang geht's. Und jetzt sind wir auch gleich wieder im Banditenlager. Oh, 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 oh. Oh, ich bin eins zu früh abgewogen. Oh, wenn mich der Weiße da gesehen hätte. Puh, das wäre ins Auge gegangen. Mann, Mann, Mann. Das hätte böse enden können. Hab ich mich gerade erschrocken, als der Kerl da runtergekommen ist, ey. Meine Herren. Hallo. Duck. Das hört sich gerade voll eklig an. Dann holen wir uns unsere Rüstung und hauen auch dann Rogar aufs Maul. Der wartet da hinten ja immer noch. Seit ein paar Tagen. Naja. Oh. Die Klinge muss scharf sein. Gut. Das ist ganz wichtig. So, gehen wir hier rein. Ich darf hier durch, ich bin VIP. In den Ruinen sterben sie Kämpfer. Doch wie die. Ich brauche eine bessere Rüstung. Gib mir die Rüstung eines Jägers. In Ordnung, du bist jetzt einer von uns. Hier hast du sie. Ach, gut. Jägerklinge halten. War mir ein Fest. Puh. Und wir haben immer 500 Gold. Ja, Handy ist ja gut. Damit sie nicht die ganze Aufnahme dann rumnervt, mache ich es mal aus. Gute Nacht. So. Ist aus. Buchstaben, und lesen wir mal explodiert was. Explodiert doch die schlimmsten Fehlversuche der Alchemie. Aha. Erfahrung. Alchemietisch, nee. Gut. Gang et war. Und hau ihm den Bruder aufs Maul. Weil sie sind jetzt besser, stärker und schöner als vorher.
Okay, das Schöne sei mal da so hingestellt, aber auf jeden Fall besser und stärker. Halt zumindest mehr aus. Stärke jetzt nicht unbedingt, aber naja. Ihr wisst, was ich meine. So, Broga. Da. Jetzt bist du aber ein sehr geduldiger Mensch. Kelle. Muss ich dir zugute halten. Das muss man dir ja wirklich zugute halten, Broga. Ja. Du bist ja ein sehr geduldiger Mensch. Au. Aber er macht schon weniger Schaden. Au. Ja. Aber er ist schneller. Au. Ich wollte eigentlich so zu weg. Ah. Spiel. Laden. Schnell speichern. Okay, wir sind immer noch zu schwach. Wir haben immer noch zu schwache Waffen. Ergo, wir können ihm immer noch nicht aufs Maul hauen. Hm. Taschendiebstahl kann ein Lohn des eine Lohneinnahmequelle sein. Wenn du dich nicht erwischen lässt. Mein Gott, Vorlesefail. Buchstände können wichtige Informationen enthalten und deine Weisheit. Ups, ich bin voll ins Mikro geschossen. Verbessern. Los. Ja, tschüss, Broga. Ich wollte dir nur zeigen, dass ich nicht lebe. Ob der Inquisitor die Insel wieder verlassen wird, bevor wir hier alle ins Gras beißen? Manchmal glaube ich nicht mehr daran. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Armbrust brauche ich nicht. Also noch nicht. Also wir haben noch 500 Gold. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Gut, was können wir denn hier? 200 Gold. Boah. Junge. Stärke. Macht mir Stärke Stufe 37. Nee. Gehen wir mal oben hier zu unserem Schmiedemann. Bring mir was über das Schmieden bei. Schlösser. Ach, der bringt uns auch Schlösser. Schmied 2. Deine Fertigkeiten im Schmieden sind von Waffen und Schmuckstücken. Du kannst Bastardschwerter schmieden und magische Ringe herstellen. Zeig mir deine Waffe. Ich muss erstmal sehen. Also, wir haben jetzt gleich 48 Schaden. Ja, 48 Schaden. Irgendwas, das mehr Schaden macht als unsere aktuelle Waffe. Nö, da sehe ich hier gerade nichts. Ah, doch, das. Können wir uns aber noch lange nicht. Also, hier leveltechnisch noch lange nicht leisten. Farb. Ja, okay, das ist schon ziemlich stark. Aber sonst. Nö. So eine Goldschmiedezahn könnten wir gebrauchen. Und die Rohlinge sind viel teurer als das, was ich eigentlich da machen kann. Mitmache. Okay, das machen wir mal. Gut. Bring mir was über das Schmieden bei. Bring mir mal Schmieden bei. Schlösser öffnen 2. Ja. Schmied Stufe 2. Ist beides so teuer. Ich weiß nicht, sollen wir eher Schlösser öffnen? Ich will Bastardschwerter schmieden. Wie man eine Waffe schmiedet, weißt du ja schon. Aber um größere Waffen zu schmieden, musst du deine Technik ändern. Eine große Klinge kühlt schneller aus. Deshalb musst du schneller und präziser arbeiten. Fass den Hammer weiter oben an, dann brauchst du nicht so viel Kraft und du kannst schneller arbeiten. Diese Präzision hilft dir auch beim Goldschmieden. So kannst du feinere und mächtigere Schmuckstücke herstellen. Okay. Schmieden 3, das würde mir auch gefallen, aber okay, erstmal Ende.